Tag, Floristikfreunde. Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Und heute sind wir nicht bei mir zu Hause, sondern bei der Andrea. Und zwar in ihrem Fischkeller. Und als ich das erste Mal hier war, war ich so geflasht davon, dass ich es euch unbedingt zeigen musste. Und die Andrea hat sich bereit erklärt, euch den Fischkeller zu zeigen. Hallo Andrea. Hallo Anna. Ja, da sind wir also. Der Dreh ist für uns Premiere. Wir haben es noch nie vorher gemacht. Wir gucken einfach mal, was bei rumkommt. Andrea und ich haben uns vor etwa einem halben Jahr kennengelernt, weil ich da Fische suchte, die sie hatte und nachzog. Und als ich dann bei ihr war, hat die Chemie sofort gestimmt. Und alles, was ich bei ihr gesehen habe, hat mir so super gefallen. Da haben wir einfach beschlossen, das ist ein Video wert. Und nun fiel mich also das erste Aquarium und Andrea, wir wohnten da eigentlich drin. Da leben aktuell, primär die weiblichen Ringelhechtlinge, also mein Nachwuchs. Den habe ich von den Männchen jetzt getrennt, weil es sonst immer mehr wird. Normalerweise vermehren sie sich so stark? Ja, die vermehren sich echt stark. Ich habe erst am 10. Juni dieses Jahr überhaupt mal Ringelhechtlinge angeschafft und habe inzwischen ja, zwischen 200 und 300 Nachzuchten schon. Also die vermehren sich wirklich sehr, sehr gut. Oha, aber die fressen doch ihre eigenen Babys. Überschaubar, leider weniger als angenommen. Okay, und hast du die jetzt hier in dem Becken und die vermehren sich in dem Becken? Oder hast du da irgendwie einen Kasten dranhängen und sammelst die Jungtiere ab? Also ich habe einen Anhängekasten am Becken, hier außen. Da tue ich schon mal die ganz kleinen rein, weil die zwischen den großen sonst irgendwann einfach zu wenig Futter abbekommen. Und wenn sie dann schon da sind, sollen sie auch vernünftig ernährt werden. Die teile ich dann irgendwann auf und die Weibchen zu den Weibchen und die Männchen zu den Männchen, um eben die Vermehrung ein bisschen zu kontrollieren. Irgendwann platzen die Becken aus den Nähten mit den ganzen Jungtieren. Ah genau, und dieses Becken, da sind die Männchen drin? Genau, das habe ich eigentlich vorbereitet für eine andere Zuchtgruppe, aber im Moment muss es dafür herhalten, dass die Jungs da drin schwimmen können. Da ist auch so ein kleiner Mutant dabei, der ganz golden ist, wenn er in Stimmung ist. Ja, den sehe ich gerade, der ist ja richtig wunderschön. Ist der schon bei dir geboren? Der ist bei mir geboren, ja. Aber es gab nur einen? Es gab nur den einen, ja. Und deshalb, ich habe mich auch noch nicht von ihm getrennt, weil ich ihn irgendwie optisch sehr faszinierend finde. Ja, das stimmt. Wenn er in Morgenstimmung ist, hat er manchmal so ein bisschen braun. Aber wenn er richtig in Laune ist, dann ist er komplett golden gefärbt. Und du hast an jedem Aquarium hast du einen Kasten dranhängen? Ja, überall da, wo Nachwuchs ist oder zu erwarten ist. Der ist im Moment gerade leer. Aber eigentlich erwartest du von anderen Fischen Nachwuchs irgendwie, oder? Es vermehrt sich bei dir alles super. Ja, nicht alles. Der Otocinclus cocama. Den wir hier unten haben, ne? Ja, der lebt da unten. Das ist ein Becken, eigentlich das längste hier, 1,10 Meter. Da leben nur 5 Otocinclus cocama drin, die sich auch nur gelegentlich mal zeigen. Die haben halt auch viele Versteckmöglichkeiten, aber das ist auch irgendwo mein Ziel, den Tieren ja eine Wohlfühlatmosphäre zu geben. Und dass ich sie dann halt an der Scheibe sehe, ist für mich eher nachrangig. Wobei ich sagen muss, ich habe ja auch Kokamas zu Hause und die sehe ich nur an der Scheibe. Ja, meine nicht. Meine sind immer nur an der Scheibe. Andrea, als ich das erste Mal bei dir war, habe ich ein schönes Grüppchen Gastrodermus hastatus von dir mitgenommen, denn die vermehrst du ja auch mit großem Erfolg. Ziemlich im Erfolg, ja. Da ist das Elternbecken ist ganz vorn. Da sieht man auch gerade einen Schwimm. Ja, man konnte sie irgendwo zwischen den Pflanzen sehen. Nur war das für die Kamera zu duster. Und obwohl ich den ganzen Tag bei Andrea im Keller verbracht habe, haben sich die Zwerge nicht wirklich filmen lassen. Zum Glück hatte Andrea echt krasse Aufnahmen ihrer Tiere mit dem Handy gemacht. Ja, was soll ich sagen? In der Not frisst der Teufel Fliegen. Aber diese hier sind besonders lecker. Da seht ihr das natürliche Verhalten von Gastrodermus hastatus, ehemals Corydoras hastatus. Die schwimmen auch ohne Gefahr als Schwarm im Becken und zwar meist in der Wassersäule. Nur zum Futtern kommen sie auf den Boden. Aber ich zeige euch gleich Aufnahmen, wo sie aus der Wassersäule fressen. Also nicht so ganz Panzerwels-like. Aber egal, wir lieben sie trotzdem.
Und ich habe die Art schon mehrmals versucht zu halten, aber es waren immer Wildfänge und leider waren sie nicht stabil, sondern starben innerhalb von Wochen. Das war wirklich traurig und ich habe mir gedacht, Nachtzuchten müssten doch stabile sein. Und jap, sind sie. Hier sind meine Tierchen von Andrea. Ist zwar noch nicht so ein großer Schwarm, aber Babys habe ich auch schon entdeckt. Und hier seht ihr auch, wie sie aus der Wassersäule futtern. Es ist echt super schade, dass die Wildfänge es so schwer haben und sterben. Hast du denn mit Wildfängen auch so ähnliche Erfahrungen gemacht, Andrea? Ja, generell bei Wildfängen hat man häufig, dass die Tiere dann irgendwelche Krankheiten im Gepäck haben. Und es ist natürlich auch so, dass die meisten Tiere dann ja irgendwo vom anderen Ende der Welt hierher gebracht werden und auch extremen Stress ausgesetzt sind dabei und allein dadurch dann häufig so belastet sind, dass viele Tiere eingehen. Also ich habe es bei den meisten Arten, die man nur als Wildfänge bekommt, schon erlebt, dass relativ viele Ausfälle sind. Umso schöner, wenn die Nachtzucht dann doch klappt. Bei mir vermehren sich die Pygmäus gut. Und zwar ausgehend von Wildfängen. Bei den Habrosus hatte ich auch schon gute Erfolge. Ich habe da so einen Trick, wie ich die Tiere nachziehe. Das kommt noch als Video. Aber was meinst du, was ist der Schlüssel zum Erfolg bei diesen Zwergen? Beim Hastatus habe ich die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich die Wasserparameter schon ziemlich variieren können und die Tiere sich trotzdem vermehren. Also ich habe sie in sehr weichem Wasser schon nachgezogen. Ich habe sie auch schon in was härterem Wasser nachgezogen. Was ich in fast jedem Becken hatte, ist so eine grasartige Bepflanzung. Ich habe das Gefühl, die Hastatus lieben es, wenn sie sich so in die Büsche verdrücken können. Und was ich vermute, was auch ausschlaggebend ist, bei mir gibt es täglich Lebensfutter. Also es gibt jeden Tag Artemia-Maublien, dann zur Abwechslung halt auch Grindal, Mikrofex, Wasserflöhe, alles, was so fein genug ist, dass der Hastatus das fressen kann. Ich habe das Gefühl, ein ausreichendes Futterangebot, Lebenfutterangebot stimuliert sehr und suggeriert vielleicht den Tieren auch einfach, dass ihr Nachwuchs unter den Bedingungen eine Überlebenschance hat. So meine Idee dazu, weil ich auch schon von vielen Käufern das Feedback bekommen habe, dass die Vermehrung bei ihnen nicht klappt. Und manchmal dann tatsächlich der Ratschlag, gib doch mal Lebenfutter, Maublien, und dann klappt's. Zum Ziel geführt hat. Ja, sehr interessant. Aber zum Lebenfutter? Das schwenke ich jetzt mal nach unten, weil du hast nämlich hier etwas, was die Zuschauer bestimmt interessieren wird. Wir haben hier unten nämlich etwas, ein Traum. Der Traum stinkt zwar ein bisschen, weil Mikrofex-Würmer leider nun mal stinken. Und wir sind hier gerade dabei, also diese Kästen rauszuräumen. Erzähl doch mal ein bisschen was, wie kommst du an diese Menge Würmer dran? Ja, mit viel Geduld. Also ich habe anfangs mir mal so 2-3 Zuchtansätze gekauft. Ich habe es auch mal auf Seramis probiert, was nicht so erfolgreich war. Und die vielen kleinen Schwämme, die man da so hat, die waren mir zu lästig. Dann habe ich mir irgendwann mal so diese Boxen mit großen Filtermatten bestückt. Und ja, und dann fülle ich die Kästen jetzt genau bündig mit Wasser bis an die Kante vom Schwamm. Und impft die dann mit Würmern aus, ja, zum Beispiel aus der Kultur, die man sich bestellt, an. Und dann muss man halt warten, regelmäßig füttern, nicht zu viel, immer so ein bisschen der Anzahl Würmer anpassen. Und mit ganz viel Geduld und Spucke ist man dann irgendwann an dem Punkt, wo so viel Würmer sind, dass man eigentlich täglich füttern kann, ohne dass man groß merkt, dass da drin was abnimmt. Und wie oft machst du da Wasserwechsel? Weil ich denke, ja, mehr Wasser muss man auch wechseln, ne? Ja, so einmal die Woche sollte man das schon machen. Dann sollte man am besten auch die Türen gut zumachen und das Fenster. Ja, weil es riecht schon ganz nett. Ich krieg dann immer Reklamationen vom Rest der Familie. Was allerdings noch zu sagen ist, es ist ganz spannend, in den Kulturen nisten sich unweigerlich andere Lebenskulturen mit ein. Also ich ernte hier aus diesen Kulturen zum Beispiel ganz, ganz viel Pantoffeltierchen. Aha. Ich gucke mal, ob ich vielleicht einen Ansatz habe, wo man es besser sieht. Ja, das müssen wir dann gleich mit einem anderen Objektiv dran gehen, man es sehen sollte. Ja. Sieht man jetzt leider nicht. Manchmal sind zwischen den Würmern so Inseln.
Aha. Und da sind dann richtig weiß, grisselig aus und das sitzt dann voll mit Pantoffeltierchen. Okay. Die sind natürlich auch ein super Futter für kleine Fische. Super, ich brauche sie für meine Schmetterlingsbarben permanent. Und ich gieße dieses Wasser tatsächlich noch nicht mal unbedingt immer weg. Ich fange das gerne in einem Eimer auf. Und wenn man dann in diese stinkende Brühe mal so ein Beutelchen Wasserflöhe aus der Zoohandlung reintut, dann kann man beobachten, dass in ein, zwei Wochen die Wasserflohpopulation förmlich explodiert. Und dann kannst du auch noch Wasserflöhe verfüttern. Ja, genau. Und meistens beim Abgießen ist dann auch immer noch so ein bisschen was an Würmern dabei. Und ich nenne das dann gern meinen Wundereimer. Aha, und der steht da hinten, weil wenn ich da dann mal mit dem Kescher durchziehe und gebe das dann, spül kurz einmal durch und gebe das dann ins Becken, dann habe ich eine Mischung aus Wasserflöhen, aus Hüpferlingen und sogar noch Mikrofex-Würmchen, die darin weiterleben. Und dann kriegen die Tiere quasi so einen bunten Futtermix verabreicht. Und das ist, ja, es stinkt zwar furchtbar, ne? Aber so kann man mit einem Futteransatz durchaus mehrere Futtertiere ernten. Ja, ja, und in diesem Eimer lebt dann halt auch an der Oberfläche, wenn man die Kamhaut beiseite schiebt, sieht man dann auch da richtig Schwaden von Pantoffeltierchen ziehen. Also hier jetzt sind zwei Boxen mit Schmetterlingsbarbenlarven. Die leben bei mir über Wochen mit Pantoffeltierchen. Und stehen dann quasi auch da drin. Wenn ich dann hier jetzt mal Pantoffeltierchen abernte, dann können die Larven manchmal 2 bis 3 Wochen mit der Fütterung auskommen. Weil die Pantoffeltierchen gehen ja halt nicht ein. Die leben ja in dem Wasser weiter und man hat dann im Prinzip einen Dauerfutter. Andrea hat auch einen ganz wunderbaren Aquaristikblog mit sehr vielen, sehr guten Beiträgen und Infos rund zum Beispiel um die Grindelzucht oder wie man Skalare züchtet. Etwas zu Artemien findet ihr dort oder wie man Pantoffeltierchen züchten kann. Es ist super fachlich als auch optisch gestaltet und sie hat alles selbst gemacht, denn neben Aquaristik macht sie auch noch ein bisschen Webdesign. Den Link zu ihrem Blog findet ihr in der Videobeschreibung. Garantiert keine 0815-Infos, sondern ein echter Mehrwert, der euch da erwartet. Und an dieser Stelle machen wir Schluss. Denn über die Schmetterlingsbarben und wie Andrea die Zucht macht, welche schlauen Tricks sie auf Lager hat, reden wir im nächsten Video. Und das folgt, fest versprochen, nächsten Freitag. Also knallt ein Abo rein, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn das Video online ist. Der Besuch bei Andrea war mega interessant für mich und wir haben über sehr viele Sachen gesprochen. Ihr könnt euch also auf ein paar Folgen freuen. Bis dahin also, tschüssi!